Wellness, ein neues Wort und gleichzeitig die Kombination aus Balance und Fitness. Dabei geht es darum, den Körper über die Muskulatur in Balance zu halten. Entwickelt wurde diese Trainingsmethode vom Tiroler Wellness-Coach Joachim Pötschka, der seit einiger Zeit mit BTM Wärmekabinen kooperiert. Denn unter Wärmeeinstrahlung sind die Übungen besonders wirkungsvoll. Durch die Tiefenwärme, was da erzeugt wird, durch die Infrarotbestrahlung, ist einfach eine bessere Durchblutung vom Muskel möglich. Das heißt, es ist nicht möglich, es ist bewiesen. Dadurch kann man mehr leisten. Das Problem, was besteht, wenn man draußen trainiert, man wärmt sich eigentlich fast nie auf. Man hat wenig Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen. So kann man das zu Hause machen, mit wenig Equipment. Im Prinzip, ich arbeite gerne mit den MFT-Sachen, ist eigentlich in der Rehabilitation sehr bekannt und die haben das auch als Trainer präventiv einzusetzen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man das auch kräftigen kann in der Kabine, nicht nur rehabilitieren. Dadurch haben wir gedacht, ja, Infrarotwärme, gute Durchblutung, der Muskel kann mehr leisten, Verletzungsrisiko ist gemindert und so weiter. Ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, das geht in viele Richtungen. Na, wir versuchen den Körper mehr einfach mit gezielten Einsatz von Wärme und Trainingseiten in Balance zu kriegen. Wir wollen einfach unseren Kunden, wo ich an der Stelle recht herzlichen Dank sagen darf, die was uns das ja auch ermöglichen, dass wir weiterentwickeln, einfach einen doppelten Nutzen bringen. Ich habe mir mit der Firma hier in Straße Mattergau einen perfekten Partner gefunden eigentlich. Einen perfekten Partner. Die Partnerschaft ist jetzt eigentlich schon seit 3 Jahren, ist einmal so dahin geflossen und jetzt haben wir es eigentlich intensiviert und das Ganze mal zusammen ausgearbeitet. Das hat sich über mehrere Situationen einfach entwickelt, durch Sponsoring, durch Sport, über Ronny Lightgap hat es da einfach die Möglichkeit gegeben, über diesen mentalen Sektor, dass die Kabine da eingesetzt wird und man ist draufgekommen, aber wenn man gezielte Übungen speziell für die Muskulatur macht, dass sich die Muskulatur einfach dadurch schneller regeneriert bzw. schneller sich verbessern lässt. Wo muskuläre Schwächen vorhanden sind und welche Übungen notwendig sind, das zeigt der sogenannte Körperstabilitätstest, der mittels eines speziellen Messgerätes durchgeführt wird. Wir suchen mit der gezielten Testplatte den faulen Wille. Einfach erklärt, den Muskel, der, was eigentlich am schwächsten trainiert ist. Und der wird ja immer weniger beansprucht. Und der, was gut drin ist, der wird eh automatisch viel beansprucht. Und die Muskulatur ist jetzt sehr oft zuständig, dass man einfach irgendwelche anatomische Probleme hat. Anhand des Tests kann man die Turning Points, also die ganzen Gelenke, die ganze Motorik so verfeinern, dass man sagt, okay, das sind Schwachstellen. Und das sind Stellen, die was man einfach rehabilitieren muss, die was der Kopf schon gespeichert hat. Es gibt aber auch Fälle, Bandscheibenvorfälle, Muskeleinrisse, Abrisse, die was der Kopf noch nicht registriert hat. Dadurch, anhand des Tests, kann man aber feststellen, okay, da ist schon was passiert. Der Kunde selber oder der Proband hat es im Kopf noch nicht registriert als Schmerz oder als Problem, aber die Motorik vom Körper, das heißt Gehen oder Laufen, ist schon gestört. Dadurch kann man dann hergehen und kann sagen, okay, ich arbeite mit der Bauerkabine. Dadurch ist, wie vorher schon besprochen, das Verletzungsrisiko gemindert und man kann ganz gute Übungen machen und darauf hinarbeiten, dass man das ausheilen im weitesten Sinne, aber auf jeden Fall mal verbessert. Wenn jetzt einer sagt, ich habe schon eine Wärmekabine zu Hause und mich interessiert das, wie kann er jetzt zu diesem Test kommen? Der soll zu uns kommen. Wir haben von Dienstag bis Samstag offen. Die genauen Öffnungszeiten stehen im Internet unter www.btm.at und kann sich bei uns austesten lassen, wie seine Stabilität, seine Balance ist und wie wir ihm dann zusätzlich eben die idealen Trainingseinheiten anbieten können. Auch der ehemalige Weltklasse-Sportler Andi Goldberger zeigt sich begeistert. Als Sportler weißt du es ja genau, dass das wichtig ist. Für mich Skispringen war total wichtig. Gleichgewicht, dass du einen optimalen Balance hast beim Absprung in der Luft, dass du genau die Koordination des Gleichgewichts haltest. Und genauso ist es aber da. Für mich, ich hab's gewusst, aber die normalen Menschen wissen das oft nicht, wie eigentlich das wichtig ist, dass man dann eben die Gelenke gleichmäßig belastet, die Wirbelsäule gleichmäßig belastet. Das setzt ja alles fort. Und da kann man wirklich einmal einen Test machen. Und dann kann man sich auch wirklich ein bisschen Übungen aussuchen oder Übungen geben lassen, die was man da machen kann und die was wirklich für einen Ungeübten einfach zu machen sind, auch jederzeit machbar sind und wie schnell man die eigentlich kann oder lernt und wie schnell damit einen Erfolg erzielt. Und in Zukunft in einer Wärmekabine nicht mehr nur sitzen und genießen, sondern auch wirklich aktiv etwas für seinen Körper tun. Nein, ich sage, das ist einfach so, man sitzt ja sowieso in der Kabine drinnen. Es ist ja wurscht, muss man sagen, egal ob das so eine Wärmekabine ist. Natürlich die mit der Infrarotstrahlung, die ist nur effektiver, die geht nur mehr rein oder ob es in einer Sauna ist. Aber es ist das nur um eine Spur besser, weil einfach die Tiefenwärme, dass die spricht eben nur, die geht in die Muskulatur, in den Körper nur tiefer rein, dann wird das nur effektiver.
Und da kann man wirklich, ob man da jetzt normal drinnen sitzt oder ein paar Übungen macht, ist aber schon egal. Und da hat man eigentlich dann zwei Fliegen mit einer klatschen. Man kann doppelt so, man kann sich erholen, man kann sich regenerieren und man kann trainieren nebenbei. Und das ist gut.